Blueti hat mit der AC200L eine neue Powerstation auf den Markt gebracht, die neben einer 3600 Watt Leistung im Powerlifting-Modus viele weitere praktische Features mit sich bringt. Und alles, was ihr über diese Powerstation wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu praktischen, smarten Gadgets interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Werfen wir wie immer einen ganz kurzen Blick in den Lieferumfang und hier ist natürlich zuallererst einmal die Powerstation mit 2048 Wattstunden mit dabei, außerdem ein Netzteil und diverse Kabel zum Verbinden der Station mit dem Solarpanel oder zum Aufladen im Auto inklusive Aufbewahrungstasche und wir haben natürlich auch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Einer der wichtigsten Faktoren bei einer Powerstation sind natürlich die Anschlüsse und hier sind wirklich zahlreiche mit dabei, unter anderem 2x USB-A mit 18 Watt, 2x USB-C mit 100 Watt, 4x AC, also eine normale Steckdose, 1x 48 VDC und 1x 12 Volt Autoausgang. Außerdem gibt es dann noch an der Seite der Powerstation weitere Anschlüsse, unter anderem zum Aufladen per Steckdose, per Auto oder Solarpanel und zum Verbinden von Erweiterungsakkus bis zu 8192 Wattstunden. Das heißt, ihr könnt diese Powerstation wirklich noch extrem erweitern, um damit zum Beispiel euren Hausspeicher zu ergänzen. Als nächstes würde ich sagen, sprechen wir einmal über die Verarbeitung und das Design und die Verarbeitung der Powerstation ist wirklich auf höchstem Niveau. Alles ist extrem hochwertig verarbeitet und der verbaute harte und gummierte Kunststoff fühlt sich auch sehr qualitativ an. Das macht sich gemeinsam mit dem Akku an sich natürlich auch im Gewicht bemerkbar. Die AC200L Powerstation wiegt 28,3 Kilogramm und ist damit wirklich kein Leichtgewicht. Das Design ist schön schlicht, in matten Dunkelgrau gehalten. Trotzdem ist es aufgrund der Bauweise natürlich nicht wirklich dezent. Auf der Oberseite gibt es jeweils noch zwei Griffe, um die Station zu transportieren, wenn man sie zum Beispiel mal auf ein Festival oder zum Campen mitnehmen möchte. Auf der Vorderseite der Blueti AC200L gibt es neben den Anschlüssen auch noch ein Display und über dieses lassen sich Parameter wie der aktuelle Akkustand, die ausgegebene Stromleistung, die Ladedauer und mehr anzeigen. Das heißt, da gibt es schon einige Informationen, die man direkt auf der Powerstation ablesen kann. Es gibt aber neben dem Display auch noch die Blueti App und mit dieser könnt ihr ebenfalls den Akkustand einsehen oder die ausgegebene Stromleistung und ihr habt auch die Möglichkeit, die USB bzw. DC und AC Eingänge ein- und auszuschalten, das Gerät an sich auszuschalten oder natürlich auch Updates zu installieren. Wie bereits ganz am Anfang erwähnt, gibt es einen Powerlifting-Modus, den könnt ihr ganz einfach in der App aktivieren, der die maximale Leistung von 2400 Watt auf 3600 Watt anhebt, was auf jeden Fall eine ganze Menge ist, damit kann man nahezu alles betreiben. Wenn ihr die Powerstation gerade aufladet, dann seht ihr dort auch den Fortschritt, zum Beispiel per Steckdose oder auch per Photovoltaik, je nachdem, wie ihr gerade die Powerstation aufladen möchtet. Hier könnt ihr auch den Lademodus zum Beispiel auf den Schnelllademodus ändern, um so mit 2400 Watt in nur 45 Minuten den Akku auf ganze 80% zu laden. Blueti setzt hier übrigens auf sichere LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen, die auch nach über 3000 Zyklen noch 80% Kapazität ermöglichen und dafür gibt es übrigens auch 5 Jahre Garantie. Die Powerstation könnt ihr wahlweise per Bluetooth oder per WLAN mit der App verbinden und habt so dann immer die Möglichkeit, alle wichtigen Parameter einzusehen. Ich würde nun sagen, wir sprechen einmal über ein paar praktische Anwendungsbereiche und da gibt es natürlich wirklich unzählige, zum Beispiel längere Angelausflüge, Camping, Roadtrips oder auch einfach zu Hause im Garten, wo ich die Powerstation aktuell besonders viel verwende. Denn meine Frau und ich machen gerade unseren Garten neu und daher brauche ich einige Geräte, die eben auch sehr viel Strom benötigen und da dort nicht über eine Steckdose vorhanden ist oder ich nicht immer mit einer Kabeltrommel rumlaufen möchte, habe ich zum Beispiel den Vertikutierer, die Gartenfräse, eine Flex oder auch eine Stichsäge mit der Powerstation betrieben. Alle Geräte lassen sich flexibel ohne Outdoor-Steckdose mit der AC200L betreiben und das ist natürlich, wenn man draußen arbeiten möchte, super praktisch. Außerdem ist man mit der Powerstation natürlich auch etwas unabhängiger vom Netz. Das heißt, sollte es zu temporären Stromausfällen kommen, dann könnt ihr zum Beispiel euren Kühlschrank ganz einfach mit der Powerstation verbinden und so werden eure Lebensmittel nicht schlecht. Aber natürlich auch im Sommer auf Festivals oder auch einfach im Garten, wenn man dort Party macht, ist es natürlich super praktisch, wenn man dort keine Steckdose hat, dass man eben einfach die Powerstation verwenden kann und alle möglichen Dinge, wie zum Beispiel Musik, Kühlschränke und so weiter anschließen kann.
Außerdem lässt sich die AC200L dank der 48 Volt Steckdose in Verbindung mit dem neuen D40 Charger verwenden. So wird die AC200L zur Gleichstromquelle und der D40 Charger ist aktuell noch nicht verfügbar, soll aber bald erscheinen. Und natürlich lässt sich auch über die Powerstation jedes andere erdenkliche elektrische Gerät betreiben, entweder über die normale Steckdose oder auch per USB-A oder USB-C. Das heißt, ihr könnt euer Smartphone, euer Tablet, euren Computer oder zum Beispiel auch Licht und so weiter damit betreiben. So zum Beispiel auch ein Kühlschrank mit 1200 Watt, ein Fernseher mit 300 Watt oder auch ein Licht mit 10 Watt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit. Und mit der Blueti AC200L könnt ihr euch auf jeden Fall autarker zu Hause ausrüsten, habt einen idealen Strombegleiter für unterwegs und könnt Strom dorthin bekommen, wo er sonst nicht verfügbar ist. Die Verarbeitung ist super hochwertig, die Kapazität auch schön groß, dafür allerdings auch das Gewicht. Was ich auf jeden Fall super praktisch finde, ist, dass wir hier nahezu jedes Gerät mit der Powerstation betreiben können, dank des Powerlifting-Modus bis 3600 Watt, also egal ob es nun ein Smartphone ist oder auch eine Stichsäge, ein Vertikutierer, ein Rasenmäher, das ist alles komplett egal. Bis 3600 Watt könnt ihr wirklich jedes Gerät betreiben. Aktuell bekommt ihr die AC200L mit dem Code N100 mit 400 € Rabatt für lediglich 1599 Euro. Ihr solltet auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr alle weiteren Informationen und Links. Und damit wären wir dann auch am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick über die neue Blueti AC200L und alle Anwendungsbereiche geben. Wenn es der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.